Hallo meine lieben Hartplastiksteinvirtuosen und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal mal wieder eine Review. Und zwar nicht zu einem Lego-Set, sondern zu einem Mega-Block-Set. Und jetzt hättet ihr es eigentlich schon sehen können durch meine Begabtheit. Es ist der riesige Minion aus dem Minions-Film. Das ist der Kevin, so heißt er auch. Und ja, dazu gibt es heute eine Review. Und dann reden wir ein bisschen mal über so alternative Lego-Sets. Und ja, das ist er. Also so sieht er aus. Er ist sehr, sehr groß. Also hier ist eine Hand zum Vergleich. Also der ist schon bestimmt 40 cm hoch. Also genau nachgemessen habe ich jetzt nicht. Ich habe ja kein Hightech-Feature wie der Held der Steine, aber Schätzungswerte sagen, dass er etwa so groß ist. Jetzt zeige ich dir erstmal, wie er rundum aussieht. Und der dürfte so um die 1000 Teile haben, mehr aber auch nicht. Der ist nämlich innen, das seht ihr auch gleich, hohl. So, dann gucken wir uns erstmal die Anleitung an von innen. Von innen, ja, von innen. Also, die sind relativ dünn, aber wir werden sehen, warum. Hier haben wir erstmal eine Teileliste. Und es wird sehr viel pro Seite gebaut. Also, das ist wie bei den Lapin-Anleitungen, da wird sehr, sehr viel auf eine Seite gepackt. Da passiert wirklich richtig viel. Das ist halt der Grund, warum wir so dünn sind. Aber es dauert trotzdem relativ lang, den aufzubauen. Also so 2,5 Stunden sitzt man da bestimmt dran. Es hat viel Gelb und trotzdem an sich ganz gut. Dann habt ihr hier die verschiedenen Bauteile, die am Ende dann zusammengesteckt werden. Die werden nämlich komplett durcheinander gebaut, diese einzelnen Teile. Aber naja, am Ende funktioniert's. Hier haben wir noch eine Übersicht, was es sonst noch von der Minions-Reihe gibt, aber Megablocks kann man zumindest bei mir nicht mehr im Kauf oder so kaufen, also es ist irgendwie alles weg. Ich frage mich, wieso, ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr es, dann schreibt es in die Kommentare, aber auf jeden Fall ist alles weg. Ist aber auch egal, man kann es ja auch noch online bestellen. So, dann haben wir eine Minifigur und das ist der Bob, so heißt der Minion. Und der sieht so aus. Und der hat auch hier so Kugelgelenkarme, das heißt, ich glaube, ihr könnt das leicht sehen, der kann hier alles bewegen. Die Beine lassen sich auch so bewegen, oder Füße, diese Stummel, und hier in so eine kleine Laufposition. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Ja. Und außerdem könnt ihr auch hier die Brille abnehmen, also das ist alles mit einem Gummiband befestigt, das findet ihr auch dann so in der Packung, da könnt ihr es einfach wieder draufsetzen. Und das ist eine Minifigur. Ganz schön gelöst. So. Dann haben wir hier nochmal den Kevin an sich. Wie gesagt, sehr groß. Rundum habe ich ihn schon gezeigt. Hier in diesem Sandblau und dann normales Gelb und Schwarz. Und hier ist es Metallic Silver, Flat Silver, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendein Silberton. Seht ihr auch. Und ja, die Arme hier sind alle verstellbar durch so Kugelgelenke, wie bei den Buildable Figures oder bei den Drachen von Ninjago ist es oft. Dann haben wir hier Hände, die man kaputt machen kann, oder man klappt hier Daumen hoch und runter oder die ganzen Finger. Und hier habe ich auch noch eine Hand, ich zeige dann Daumen nach oben. Ist ein bisschen laut und doofe Geräusche, aber naja. So, dann kann man zusätzlich hier die Klappe aufmachen. Das liegt nämlich daran, dass im Film dieser Kevin tatsächlich so groß geworden ist und dann den Bob aus der Luft, glaube ich, gefangen hat. Das ist der hier. Der war nämlich noch normal groß und dann hat er den irgendwie hier in seine Tasche reingesteckt und deswegen hat man dieses Feature, dass man den hier reinstecken kann. Also ein bisschen am Film orientiert finde ich ganz gut, aber auch an sich sind diese Skulptur, nenne ich es jetzt mal, richtig cool. Und das ist jetzt kein Hauptfeature, aber bedingt durch die Art, wie man den hier aufbaut, den Kevin, kann man die einzelnen Module abnehmen. Und wenn ich mich jetzt nicht doof anstelle, geht das auch. Hier geht das auch nochmal. Und das kann man auch nochmal abnehmen. So. Und das ist alles bewerkstelligt durch diese, wie soll man das nennen? Brick Modified sind es jetzt nicht, also es sind hier so kleine Teile und die passen halt perfekt von unten hier in so eine Noppe rein. Und damit kann man den halt so schön auseinandernehmen und dann kann man auch hier, man sieht's, den Bob wieder rausnehmen. Und alles hohl gebaut von innen, also das ist einfach nur ein Rahmen, auch hier im Kopf, aber trotzdem sehr massiv.
Wir haben hier noch eine interessante Bautechnik. Ich hoffe, dass ich es euch zeigen kann. Vielleicht, wenn ich das hier abmache. Nee. Also ich will es jetzt nicht riskieren. Auf jeden Fall wurden diese Zähne hier über Kopf gebaut und dann einfach verkehrt rum reingesetzt. Das ist auch der Grund, weshalb ihr hier die Bricks von der Unterseite seht. Ist sehr cool gelöst. Ja. Und eigentlich könnte man jetzt auch sagen, dieses Mittelteil mache ich weg. Ich mache jetzt nur das hier drauf und das hier drauf. Und da haben wir einen kleinen normalen Minion. Also das geht natürlich auch. Sieht halt ein bisschen komisch aus und ich habe ihn irgendwie falsch drauf gemacht. So, da ist ein Teil mitgekommen. Und da können wir auch direkt auf das nächste Thema eingehen, nachdem ich ihn hier so zusammengesetzt habe. Das ist nämlich ein bisschen kleiner. Auch ganz lustig. Und dann hat man hier ein Mittelteil. Kann es für irgendwelche anderen Steine benutzen. So, und dann, was bei Megablocks interessant ist, ist nämlich, dass die hier, das kommt von hier oben, solche interessanten Teile haben. Also die machen es nicht wie Lego und denken sich interessante Bautechniken aus, sondern die machen einfach für alles ein neues Teil. Also so war es für mich jetzt zumindest während des Baus. Also die meisten Teile sind wie bei Lego normal, auch die normale Bricks. Und dann seht ihr auch hier, hier steht das Logo auch auf der Noppe oben drauf. Ja, jetzt seht ihr es. Ah, die haben halt auch sehr, sehr viele besondere Bauteile. Dazu kann man jetzt stehen, wie man will. Zum Beispiel auch hier diese Fliese, mit der das Auge gemacht wurde. Ist auch so eine Viertelfliese, die 2x2 ist und auch noch Slope-Eigenschaften hat. Ich gucke mal, ob ich eine abnehmen kann. Eieiei. Ja, jetzt. Also die hat hier so Slope-Eigenschaften, geht so ein Viertel rum. Das ist sehr interessant und ist auch noch geprintet. Und das Besondere ist, hier ist auch noch der Lichtreflex drin, hier nicht. Das heißt, die haben sich echt, ich würde es jetzt mal nennen, Mühe gegeben, um solche Effekte hinzukriegen. Und für Leute, die immer neue Teile produzieren. Ich finde es ganz cool, also dass sie das machen. Qualität ist auch ganz gut, vor allem ist es auch legal. Und ja, mich würde einfach mal interessieren, was ihr von sowas haltet. Ob ihr auch schon mal Erfahrungen damit gemacht habt, ob positiv oder negativ, ab damit in die Kommentare. Ich setze den Bob wieder in die Hand rein. Sieht das so ganz nett aus. Und ja, das war's. Das ist vielleicht eine etwas kürzere Review. Man kann auch nicht so viel zu dem Set sagen. Ach, bis auf hier. Hier oben, das habt ihr noch nicht gesehen. Die Haare sind so Pneumatikschläuche. Und die werden hier einfach so reingesteckt durch solche, in solche Axles mit diesem O-Clip oder U-Clip, was weiß ich. Das ist auch ganz cool gemacht. So, jetzt aber. Jetzt habe ich euch alles gezeigt, was es hier gibt. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie gesagt. Oder generell, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommentare damit. Ich beantworte das gerne. Liken, abonnieren, wenn ihr Lust habt. Das ist auch, natürlich auch für mich dann wieder eine große Motivation. Es ist einfach schön zu sehen, wie sowas wächst. Und ja, für die Leute, die es sich auch heute angucken, heute um 14 Uhr streame ich mit dem Bricktendo alias Jan. Und der baut, soweit ich weiß, die Freiheitsstatue zu Ende. Und ich versuche, diese Weihnachtsspielbox, die ich euch am Dienstag vorgestellt habe, ein bisschen weiter zu modifizieren. Unter anderem auch weiter mit diesem Set. Und ich bin gespannt, wer dabei ist. Würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal oder vielleicht sogar nächsten Samstag bei der Fanworld. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao.